Wenn es Hitler geschafft hätte, das Dritte Reich oder das Tausendjährige Reich einzurichten, wäre er noch lange kein glücklicher Mensch gewesen. Ich habe eine Freundin, die sagt immer, du, wenn ich ein großes Haus hätte oder einen Mann hätte, dann wäre ich richtig glücklich. Ist das so? Wenn sie ein großes Haus hätte und dann gibt es einen Wasserschaden oder wenn sie einen Mann hätte, der sie schlägt, dann wäre sie nicht glücklich. Das heißt, eigentlich sehnen wir uns ja häufiger nach einem Zustand, den wir jetzt noch nicht haben. Und dann stellen wir uns diesen Zustand vor als die Befriedigung aller Bedürfnisse. So hat Kant einmal im Wesentlichen auch Glück oder Glückseligkeit definiert. Wenn es uns in allen Hinsichten nach Wunsch und Wille geht, ja, oder wenn alle unsere Bedürfnisse befriedigt werden und wir denken immer, ein solchen Zustand könnte es geben. Wunschlos glücklich, also. Ja, ja, wie man sagt, wunschlos glücklich. Einen solchen Zustand gibt es aber prinzipiell nicht. Also angenommen, man hat sein Haus, dann wünscht man ja zum Beispiel, das Haus auch weiterhin zu haben. Wenn man also denkt, dass man einen Gesamtzustand herstellen könnte, in dem einfach mal Ruhe im Karton ist und man ist dann der oder die Glückliche, dann ist das eine völlige Illusion. Aber es gibt Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen, mein Leben ist geglückt, ich bin oder ich war glücklich. Sowas gibt es also nicht. Ich glaube, ein geglücktes Leben, ein erfülltes Leben und so weiter, wie man sagt, hängt davon ab, ob man seine Ziele am Ende des Tages, ob man seine Ziele erreicht hat, und zwar kompatibel mit den Ansprüchen von Moral und Recht. Wenn es Hitler geschafft hätte, das Dritte Reich oder das Tausendjährige Reich einzurichten, wäre er noch lange kein glücklicher Mensch gewesen. Denn am Ende hätte er niemals sagen können, ich hatte ein geglücktes oder erfülltes Leben, weil er ein Massenmörder war. Das heißt, man kann nur dann am Ende sagen, ich hatte ein geglücktes oder glückliches, erfülltes Leben, wenn es einem gelungen ist, seine Ziele, die man persönlich erreichen möchte, zu erreichen, ohne dabei anderen auf den Kopf getreten zu sein. Stimmt also das Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied? Wir sind in dem Maße unseres Glückes Schmied, als wir überhaupt etwas dazu beitragen können, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir einer Ordnung folgen, um unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, wir sind nicht unseres Glückes Schmied in dem Sinne, dass jeder irgendwie versuchen muss, glücklich zu werden und weiß dann nicht, wie es geht. Ja, dann wären wir einfach nur dem Zufall ausgeliefert und gar nicht frei. Das heißt, wir können nur deswegen unseres Glückes Schmied überhaupt sein, weil wir die ganze Zeit versuchen sollten und auch wollen, uns moralisch zu perfektionieren. Wir sollten die ganze Zeit versuchen, zum moralischen Fortschritt der Menschheit in unserer eigenen Person und auch in der Person eines jeden anderen beizutragen und gleichzeitig aber das Recht auszuüben, unsere individuelle Lebensplanung durchzuziehen. Wir müssen nicht alle moralische Revolutionäre sein. Und nur auf diese Weise können wir Glückseligkeit erreichen. Es gibt kein anderes Glücksrezept.